So, hallihallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Aufnahmesession von Night of the Dead. Man sieht hier unten rechts, bei uns ist aktuell der 26.05. Und wir hatten ein Update. Crusher, Punch Machine and Drone Station. Bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, mir das alles komplett durchzulesen. Es wurden ein paar Issues gefixt. Okay. So soll das aussehen. Ich habe keine Ahnung, was das da auf sich hat. Und ich würde sagen, wir. Oh, das ist die Drohne. Schauen wir uns doch gleich mal an. Ah ja. Die holt Material bei, kann das sein? Okay. Schauen wir uns gleich alles direkt in-game an. Fackeln wir gar nicht lang. Zack, zack. So, da, da. Also, was ist neu? Ich Sag starte erstmal. ins Game, ich nehme dich aber jetzt mit. Ich brauche noch zwei Dinge. Und hallo YouTube. Hallo, Prina. Hallo YouTube. Wir machen eine Wanderung durch meine Wohnung. Sie ist nicht allzu Da ist groß, es, da ist aber. es. Ein Brecher wird verwendet, um unnötige Gegenstände zu entfernen. Ah ja. Kann ich mir das ausleihen? Kann man damit auch unnötige Dinge Dinge oder an Menschen? Was Freunde? meinst du? Ich wollte jetzt nicht so dreist aussagen, aber Menschen klingen schon sehr gut. Ich glaube, da muss ich erstmal. Ich Aber brauche ich noch glaube, das zwei darf man so nicht bei Zahnräder. YouTube sagen, deswegen Dinge. Oh, fuckity fuck. Jetzt Ach muss doch, ich noch machen den wir Kaffee doch. kochen. Das habe ich nämlich vergessen. Ach, fuck off, you Dreckding. Ich muss erstmal mein Inventar ein bisschen leer machen. Weg, weg, Hallo Kaffee, weg. du kommst mal mit. Machen wir das Ach, hier ich mal habe den Schuss dran. hingelegt. So, ich denke, das schickt jetzt Morgen erstmal. mache ich Pizza und du hast eben was gebaut, hast du gesagt. Ich wollte gucken, wenn ich darf. Ach Mann, ich will sehen. Ich beschreibe Conny. nicht, was ich hier gerade sehe. Ich habe zuerst nur deinen Gürtel in der Luft schweben gesehen und dann bist du hier Cool. gespawnt, als wärst du irgendwo runtergefallen. Cool. Ja, du weißt, Engel und so, ich bin vom Himmel gefallen. Du und ein Engel, also ich bitte dich. Bin ein Engel, hallo? Ich bin so lieb und so nett und ich Ja, ich crafte jetzt tue erstmal ein kein. Zahnrad, zwei Zahnräder und jetzt baue ich dieses Ding hier hin. Das sieht Ich aus tue wie ein keiner Häcksler. Fliege was zur Leide. Ach komm, das können wir doch gerade hier neben hinstellen. Das passt schon so. Zerkleinern. Gut. Oh, ey, wir müssen mal einkaufen. Mama hat keinen Kaffee mehr. Also, das wird tatsächlich komplett zerstört. Da kriegt man Okay. also keine Ressourcen mehr raus. Also, das Oh, ist ein. super. Das wird. Da werden Sachen komplett zerstört. Okay. Da, nice Good to to know. know. So, was haben wir noch? Hier ist nichts Neues. Ja, Hier ist auch nichts. magst du Steinofen Pizza Spezial? Ich habe mich vergriffen, ist mit Pilzen. Die anderen hatten sie irgendwie nicht und ich habe mich vergriffen. Schande über dich. Wollte einfach nur den scheiß Die haben Namen auch da drauf und das. Oma nicht ertragen. Die haben das hier ein bisschen verändert. Das sieht anders aus, das Menü hier. Cool, ich mag Menüs, die anders aussehen. Dann nimm die Pilze runter. Schlagmasch. Zum Messung von Schäden verwendet. Es kann nur verwendet werden, wenn elektrischer Draht durch Anschluss eines Leistung. Wenn elektrischer Draht durch Anschluss eines Leistungen versorgt wird. Ja, Deutschkenntnisse kickt rein und so. Alles klar, wir brauchen einen schwarzen Motor. Nee, ist das ein schwarzer Motor? Ja, ist ein schwarzer Motor. Den habe ich doch gerade noch hier in die Kiste geschmissen. So, du kommst wieder. Dann schmeiße ich jetzt erstmal hier noch ein bisschen was drin. Ich brauche Platz im Inventar. So, was brauchen wir jetzt noch? Ein Schalter, ein Transistor und ein Da Stecker. habe ich den Kaffee hingetan. Schalter.
ist der Stecker. Für den Transistor brauchen wir noch Plastik, was ich gerade zerstört habe, aber okay. Plastik. Nein. So, und jetzt brauchen wir noch ein paar Nägel, ein paar Platten, Stahlstange und Aluminium. Aluminium. Ach, fuck you. Aluminium sollten wir jetzt erstmal genug haben. Ich bin fast gegen meine Wand gelaufen. Ich werde jetzt auch nicht noch die irgendwie die Maschinchen looten gehen, weil die Horde startet ja eh gleich. Ich wollte gerade sagen, lohnt sich jetzt gerade nicht. Nicht wirklich, ne. So, wo ist denn. Ach, da ist sie. Hallo. Grüße. Ich denke, das war's. Oh, ich hätte auch schief gehen können. What the fuck, wie groß ist denn das Teil? Ich stell das mal hier oben hin. Ich weiß jetzt gerade nicht, wohin damit. Rotationswinkel ändern. Ach so, nee, Quatsch, das ist was an Höhe. Ah, I see. Also, okay, alles klar. Na, ich guck mal, ob ich irgendwas. Aber warum das dann hochgeht, weiß ich auch nicht, aber okay, was soll's. Ach Quatsch, nee, ich bin bescheuert. Reden wir nicht von. Das braucht ja sowieso Strom. Habe ich einen Stecker einstecken? Habe ich natürlich nicht. Da ist er. Kling. Dann brauchen wir noch die Kabel. Da müsste ich hier welche, jawohl. Punch in your face oder was wird das hier? Ja. Ah, okay. An der Küche waren wir noch nicht. Oh, das bockt das Ding hier oben also gar nicht. Okay. I see. Gut. So. Jetzt brauche ich erstmal wieder das Teil. Machen wir das mal an. Highscore. Ja und? Was mache ich jetzt? Ich habe gerade erst noch meine Waffen und so repariert. Will ich wissen, was das ist? Komm mal her. Ja, bin doch schon auf dem Weg. Du darfst keine Waffe in der Hand haben, sondern nur die blanke Faust. Ja? Okay. Cool. Also wenn du Aggressionen abbauen willst, wenn gerade keine Zombies da sind. Jo! Toll. Hab Aggressionen gehabt. Du hast es abgefackelt. Ich hab nur mit der Faust draufgeschlagen. Toll, wie kann ich das jetzt wieder reparieren? Oder hört das jetzt von alleine auf? Brenna macht erstmal alles kaputt. Ach nee, es hört auf. Du hast gesagt, wenn ich Aggressionen habe, soll ich da draufhauen. Es tut mir leid. Ja, du hast ja auch schon Spulen ausgerüstet, oder? Durch die Rüstung, ja. Ja, ich habe noch gar keine Rüstung an, deswegen. Okay, hätten wir das auch geklärt. Aggressionsproblem und so. Eine Drohne? Ich habe kein Aggressionsproblem. Nein, hast du nicht. Ach, ich muss in die Mine. Wir brauchen Duralumin-Barren und das ist eine Mischung aus Magnesium und Aluminium, glaube ich.
Lass mich gucken. Richtig, Magnesium und Aluminium. Ich hab Magnesiumbarren hier oben in der Kiste, woher ich die auch immer. Das ist aber nur einer. Reicht einer? Weiß nicht. Ich gehe mal kurz ein bisschen in die Polizeiwache. Aha. Nee, ich brauche 5. Nee, alles klar. Gut, damit hat sich das erstmal erledigt. Also die Drohnenstation können wir dann erst beim nächsten Mal bauen. Weil darum müssen wir jetzt erstmal die Nacht hinter uns bringen. So irgendwie. Und dann machen wir nach der Nacht. Das wird dann wahrscheinlich die nächste Episode werden. Machen wir dann eine kleine Rundfahrt mal wieder. Gucken nach den ganzen Maschinchen, was die so machen. Denn hier vorne geht's gut. Also die Ölraffinerie und die Erzmaschinen. Und dann machen wir auch zeitgleich, bewaffnen wir uns mit ordentlich Munition und Gasmaske und marschieren dann in eine der Magnesiumminen. Das ist die, wo ich beim letzten Mal gekillt wurde. Reden wir nicht von. Nett. Ich sag ja, mein Death Counter ist so krass in die Höhe geschossen, das ist echt nicht normal. Wir haben eine Punchpuppe. Ja, ich hab draufgeschlagen. Hab's kaputt gemacht, die Conisa. Aber nein, ich habe kein Aggressionsproblem. Nein. Das hat ja auch niemand behauptet. Wir nehmen nur das, was das Spiel uns gibt. Genau. Oh, Scheiße. So, dann gucke ich gleich mal, ob ich die Stachelwerfer noch mal irgendwie beladen kann. Ich habe ja so viel zu tun. Ich wollte ja eigentlich hier die Fallenallee ausbauen. Also mit Strom, den ganzen Stromkrempel bauen, so eine Stromanlage bauen. Ich glaube, wir müssen erstmal damit klarkommen. Die nächsten 2 Nächte mindestens. Also diese jetzt sowieso und die nächste wahrscheinlich auch noch, bevor ich da den ganzen Stromkram dann gemacht habe. Weil dazu brauche ich ja auch wieder Eisen. Und das kriegen wir ja von den Maschinchen. Mhm. Mhm. Dann können wir es ja wieder so machen, wenn die Horde durch ist, kannst du dir den ganzen Krempel gönnen, was sie da fallen lassen. Und ich mache mich dann direkt auf die Suche. Also auf Deutsch, ich darf wieder Müll sammeln. Aber da ist auch Forschungsmaterial drin zum Leveln. Ich schwarz. Wird nie langweilig, oder? Nee, ich werde es doch wichtig zum Lachen bringen. So. Deswegen räumen wir jetzt mal unser Inventar auf. Ja, ich sammle noch ein bisschen Munition. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und dann gehe ich gleich raus und schnell Kaffee holen. Ja. Aber die Schränke unten nehme ich noch mit. Wir machen in der Aufnahme einen klitzekleinen Sprung jetzt. Wir haben es zwar schon 23 Uhr, aber was ist so interessant dran, wie ich mein Inventar leere? Also ab dafür. Sie leert ihr Inventar, ich fülle mein Inventar. So, und dann schneide ich das jetzt nämlich weg, weil warum soll ich das jetzt hier aufnehmen? Das ist doch Bullshit. Ja. Ich meine, die Aufnahme, die läuft zwar, aber das schneide ich dann einfach raus. Ich habe mir abgewöhnt, mittendrin dann auf Pause zu klicken. Ja. Weil sonst habe ich so viele verschiedene Aufnahmeblöcke und das bringt einen dann teilweise echt durcheinander. Und so brauche ich dann einfach nur Jumps machen. Schneiden. Genau. Komme mit Munition gleich nach oben. Huhu.
einmal oben angekommen und gleich einen Kaffee holen. Yay. Aber da ich faul bin und mein Headset nicht abnehmen will, nehme ich dich jetzt mit. Kannst du doch kommen, ja. Oh, guck mal, schon sind wir in der Küche. Mann, ist die Küche weit entfernt. Ja, es war eine halbe Wettreise, ne? Ja. Ich habe nur kurz in Austin, Texas halt gemacht. Wir reisen gleich über Florida zurück, keine Sorge. Wird eine längere Reise. So. Warte. Jetzt sind wir in Florida. Jetzt sind wir in Schreihausen. Ja. Guck, was du gucken willst. Ja, dann kann ich dir nicht helfen. Gasmaske habe ich noch einstecken. That's good. Guck dir doch Ghost Whisperer an. Ja, dann weiß ich ja auch nicht, Schatz. Der Heilige Geist kann dir auch schon lange nicht mehr helfen. Guck dir einen Horrorfilm an. Das aus deinem Munde, das ist erschreckend. Guck, was immer du gucken möchtest. So, Aufnahme startet, ja. Aufnahme startet gleich wieder. Ja. So. Jung. Zack. Ich brauche auch noch was für... um in der Hitze zu überleben. Rotkohl und Birne. Hatte ich doch eben gerade noch. So, that seems very nice. Hey. Das Ding habe ich ja schon an. Jawohl. Na dann, ab dafür. Let the party begin. Hey. Jo. Was geht da rein? Ich gucke mal gerade nach den Stachelwerfern. Ah, da könnte man was reinschmeißen. Wow. Da kommen gleich Knallfrösche. Okay. Ja, absolut. Ich hör's. Und bam, 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 bam hat's gemacht. Oh, die Perform. Ich hab FPS-Drops. Ja, hab ich auch. 15, 16, 17 FPS. 12 FPS. I'm sorry in this moment. Die Performance kackt gerade ein bisschen ab. Es regeneriert sich langsam wieder. Wir sind bei 22 FPS, 23. Ich bleib jetzt einfach hier stehen, beweg mich nicht mehr. Wer von euch Pennern ist der Meinung, ihr müsst hier was rüberschmeißen? Ich frag nur. Sorry. Ich will ja nichts sagen. Wir hatten es heute 26 Grad plus Sonne. Und jetzt ist mir kalt. Ich habe eine Decke um mich herum. Ja, ich glaube, ich zieh gleich meinen Hoodie an. Den habe ich hier über dem Stuhl hängen. Ein Hoodie. Hoodie. Ja, gut, meine Jacke habe ich ausgezogen. Sehr schlecht. Nägel. Okay, du kleiner Pisser, du gehst mal. Warte mal, erstmal muss ich ein bisschen was reparieren. Ah.
Sprachen machen wir uns gerade mit, wenn wir schon dabei sind hier. So. YOLO! Oh. Oh, ich hab die falsche. Nee, ich hab nicht die falsche. Da. Jetzt habe ich meine Tasche aus der Polizeistation gelernt. Warum kann ich mich immer auf den. Man kann sich. Ach doch, doch, da kann man sich draufstellen. Der Butchi da, ach nix Butchi. Der Typ, der da das Zeug durch die Gegend schmeißt, geht mir ein bisschen auf den Zünder, weil er da hinten gestanden hat. Beweg dich. Laufen Sie. Jo, das Ding ist schon leer hier. Da hat jemand seine Bulldog. Nein. Ich stelle mich hier hinten hin und beobachte das Ganze von der Ferne. Liebe meine Bulldog. Und ich brenne, aber was soll's. Aua. Oh, ich stehe bei den Minen und halte Wache. Ja, nicht reintreten. Ups, ich habe gerade einen Vogel getötet. Ich brenne genau. Immer noch. Okay, Spiel. Okay, jetzt. This girl is on fire. Sorry, excuse me. This woman is on fire. Was ist denn bitte taktisches Licht? Das, was wir nicht haben. Ach ne, wir sind auch taktisch nicht klug. Keine Ahnung. Feuerungsmodus ändern. Ah, man kann jetzt sogar auch, guck mal, wenn du auf N drückst, wenn du eine geladene Waffe in der Hand hast, dann kannst du abändern, ob er das ganze Magazin dann verscheuern soll oder nur cool. Eins. Cool. Ja, kannst das du sehen. Das ist auch neu. Das ist nice. Wir nehmen natürlich die volle Pulle, das ist ja ganz klar. Ja. Wie gesagt, Kaffee neben dir. Kann man danken. Nichts zu danken. Aua! Bescheuert oder was? Ja, das hast du nur davon. Blöde Troller. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch. Giants, 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 Giants. Ich muss da hin, ich muss da hin, ich muss da hin. Sie will hoch und ich will da hin. Geh schon an. Einer. Ist der sexy. Nein. Du bist sexy, du bist ja richtig sexy. Alter, wo willst du? Da. danke. Danke. War ein hübscher Giant. War ein sehr sexy Giant. Was ist los mit dir? Warum drehst du dich? Mörser, warum drehst du dich? Ach so, weil du andersrum stehst. Oh Gott, ich hab mir gedacht, jetzt kommt von der anderen Seite auch noch einer. Ja, moin. Ich hab nur 40 FPS. Wie bist du? Ich hab 9, ich hab 20, also. Wild. Sag mal her, was hattest du denn dabei? 20 Forschungsmaterial, Stück Eisen, Plastik, Schießpulver, Gummi, Schmiermittel. Diese komischen Chips gibt's nicht mehr, die die Giants früher abgeschmissen haben. Weißt du es noch? Ja. Die gibt's scheinbar nicht mehr. Die wurden rausgepatcht. Interesting.
Ja gut, was konntest du mit denen noch großartig machen? Das waren ein paar Sachen bauen, was mehr in die Elektronik geht und das war's dann auch schon. Klitschen durch die Mauer durch, das ist nicht cool. Penner. Was war das denn? Idiot. Ja. Was macht? Ich treffe den nicht. Ich muss auch kurz auf die Mauer. Tschüss. Da ist einer mit zwei Köpfen, mit Knarre. Immer diese Zombies, die Knarren mitnehmen müssen. Ja, die haben offensichtlich unendlich Munition. Das hätte ich auch gern. Ich sag's ja nur. True, true. Platsch. Hordenpause. Die mache ich hier mal gerade neu rein. Das ist auch schon wieder bei Null. Oh Gott, ich muss das echt mal upgraden. Ja, nur ich weiß irgendwie nicht wann. Es ist so viel auf der To-Do-Liste, das ist Wahnsinn. Hallo. Vor allen Dingen will ich wissen, was diese Drohne macht. Deswegen, ich will nachher unbedingt die Maschinchen abklappern. Und dann auch halt in eine Magnesiummine machen. Dass ich dieses Duralumin-Zeugs da craften kann. Stuck dir irgendwo oder was ist los? Okay, ja, wisst ihr was? Gute Frage. Solange ihr stuckt, gehe ich nochmal kurz hier rein. Leg mal ganz kurz mein Headset ab und zieh mir mal den Hoodie über. Ah, da kommen sie schon. Okay, never mind. Bis gleich. Honey, wir kriegen Besuch. Und sogar explosiven Besuch. So, da bin ich wieder. Kuschelig. Wir kriegen Besuch, habe ich gerade gesagt. Habe ich gerade gesagt so. Aber kein 10 Meter Besuch, oder? Nee. Aber nur explosiven Besuch in Form von Knallfroschen und. Aua! Und Besuch mit zwei Köpfen. Ja. Ich gehe schon mal hier drüben hin, weil ich denke, da werden jetzt die ein oder anderen durchbrechen. Ach, komm mit. Und das ist jetzt die Endwelle. Wie immer die Dinger hier über die Mauer langlaufen. Ja. Da kommen safe welche durch jetzt. Ich muss mal bei Gelegenheit auch diese Molotow-Cocktails craften. Die hatte ich tatsächlich dabei, wo ich da in der Wüste in der Ölraffinerie unterwegs war. Und da waren extrem viele auf einem Haufen. Und da habe ich Molotow-Cocktails reingeschmissen und die haben ganz schön viel Damage gemacht. Die waren okay, zwar richtig gut. Ich weiß, wie man Dinge herstellt, die nicht gut sind. Auch Molotow-Cocktail in Real Life ist nicht schwer. Reden wir auf Dings nochmal drüber, ja? Hallo? Hallo? Ich geh mal gucken.
Ist gerade viel zu still. Ja gut, okay, das klappt eigentlich ganz gut hier vorne. Die werden ordentlich gebrutzelt. Sie kommen bis kurz vor dem Kompressor aktuell, aber nicht weiter. Heute gibt es gebrutzelte Zombies. Nur heute? Ja, easy. Jeden Freitag. Easy. Likes. So, wunderprächtig. Gönn dir das Forschungsmaterial. Ja, ich spiel mal wieder mit Abfuhr. Warte mal, ich mache jetzt noch kurz. Mache ich das noch? Ja, komm, ich mach's noch. Scheiß drauf. Ja, es reicht ja eigentlich, wenn ich nur die Fallendinger hier unten mache. Weil für die Gärten müsste ich jetzt erst noch Zeug craften. Na, Mäuschen. So, das war der Müll für heute. Bin ich mal gespannt, ob die jetzt mit dem Update irgendwas geändert haben an den Motorrädern, ob die sich wieder anders fahren lassen oder so. Weil ich hab mir die Patch Notes jetzt nicht wirklich durchgelesen, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Ich habe nur die Updates gezogen. Deswegen gucken wir gleich mal. Hallo? Oh, und ich denke, ich werde mir dann erstmal, weil ich habe jetzt den anderen Highway auch noch gar nicht gebaut, da werde ich euch jetzt auch heute keine Zeit für haben. Also schnappe ich mir gerade noch das Zeug für die Dingsbums, für den Jetski. So. Hat man das erledigt? Jo. Ups. Und kann der Krempel da rein? Das kann hier rein. Und ja, wir haben leider noch immer keine Ordnung hier in unseren Essenskisten. Das steht auch noch auf der Agenda. Wie so vieles andere auch. Wo brauche ich jetzt? So, das. Federn hatten wir jetzt keine. Oh, wait. Ich wollte das hier gerade noch in die Kiste schmeißen. Die brauche ich nämlich aktuell auch nicht. Schmiermittel brauche ich. Wozu brauchen wir überhaupt das scheiß Schmiermittel? Also ich habe das bisher nur gesehen, wenn man den Fallentyp ändert. Aber ansonsten habe ich nicht gesehen, dass man das für irgendwas brauchen würde. Absolut wild. Keine Ahnung wofür. So, dann machen wir hier jetzt gerade Sprung für die nächste Episode. Für euch geht es am Morgen weiter. Ich werde mich jetzt mit dem ganzen Krempel bewaffnen und dann geht es erstmal ab zu den Erzmaschinen, die wieder leeren. Ich muss die Wartungskits mitnehmen. Danke, dass ihr mich daran erinnert. Wartungskits nicht vergessen. Und dann noch zu der Ölraffinerie. Und dann in der Nähe von der Ölraffinerie ist ja auch eine Mine für Magnesium und dann werden wir da noch plündern. Genau. Oder weißt du was? Ich mache tatsächlich die Erzmaschinen erst hinterher, weil Eisenerz kriege ich ja dann auch in der Mine. Ja. Und der Weg zu unserem Erzmaschinchen ist nicht so weit wie zu der Mine. Genau, so machen wir es.